Hi, heute erkläre ich euch meine Polaroid-Kamera. So, das ist meine Polaroid-Kamera. Es ist ein 600er Modell, genau genommen 635 CL Supercolor. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was das bedeutet. Ich habe die einfach eines Tages bei uns im Keller gefunden. Die hat mein Vater mal früher irgendwann gekauft, aber wenig benutzt. Der hat eher mit anderen Kameras dann fotografiert. Und das heißt, die ist auch noch in ziemlich gutem Zustand. Hier vorne sehen wir, Polaroid steht drauf. Ich erkläre euch jetzt erstmal, wie sie funktioniert. Hier kann man die Kamera aufklappen. Dann sehen wir hier einen Blitz. Da ist das Objektiv, hier der Sucher. Außerdem kann man das Objektiv auch einstellen auf Nahaufnahmen. Das geht dann so. Dann schiebt sich hier, man sieht es von den Suchern, so ein kleines Plastikstück mit einem runden Ausschnitt in der Mitte. Dann kann man da besser Porträts fotografieren und dann weiß man, wo ungefähr das Gesicht sein soll. Allerdings sind die Fotos dann trotzdem nur scharf bis 0,6 Meter. Das heißt, wirklich nah rangehen kann man nicht an seine Motive. Dann gibt es hier noch einen kleinen Regler, mit dem man hell oder dunkel einstellen kann, falls man jetzt in einer hellen oder dunklen Umgebung ist. Und hier oben sehen wir auf der Rückseite zwei Leuchten. In der Sekunde leuchten sie nicht, aber ihr seht gleich, ich klappe es auf. Erst war es hier kurz rot, dann grün. Das sagt, ob der Blitz bereit ist oder nicht. Wenn man ihn benutzen möchte, dann hat man hier die Möglichkeit. Da ist der Auslöser, das heißt, wenn ich den hier ganz normal benutzen möchte und also einfach nach hinten ziehe, dann fotografiert es mit Blitz. Ich habe allerdings hier auch die Möglichkeit, nur im unteren Teil zu ziehen, dann fotografiert es ohne Blitz. Prinzipiell ist die Kamera nicht so gut geeignet, mit wenig Licht zu fotografieren. Das heißt, den Blitz kann man doch durchaus öfters mal einsetzen. So, hier hinten ist der Sucher, da könnte man dann durchschauen. Dann gibt es noch eine Funktion, die sehr wichtig zur Bedienung ist. Und zwar muss man ja auch irgendwo die Filme einlegen können. Dann haben wir hier auf der Seite, wo auch der Auslöser ist, unten dieses kleine Ding. Wenn man das zurückzieht, dann schnellt hier vorne diese Klappe auf und man kann einen Film reinmachen. Zurzeit habe ich gerade einen Film drin. Ich habe euch mal hier einen leeren Film mitgebracht. Den kann man dann hier reinstecken. Ist dann so drin ungefähr. Dann kommt hier vorne eine Karte raus, die eine Art Testbild zeigt. Es ist nicht wirklich ein Bild, es ist eine Art Pappkarte, die wahrscheinlich von Hipstern gesammelt wird, damit sie zeigen können, hey, wie cool, hier so viele Filme habe ich schon gekauft und benutzt und ich bin ziemlich, ziemlich außergewöhnlich. Tja, wenn dem so ist, dann sind diese Leute wahrscheinlich arm mittlerweile, denn ein Film für so eine Polaroid-Kamera kostet gut und gerne 20 bis 25 Euro. Früher waren da 10 Fotos drauf, mittlerweile sind es nur noch 8, denn Polaroid selbst stellt gar keine Filme mehr dafür her. Es gibt eine Website, Impossible Project heißt die, glaube ich, und Impossible Films oder so, die Firma, ich weiß es nicht genau. Die stellen ja auf jeden Fall jetzt dafür Filme her. Die funktionieren ein bisschen anders als die alten Polaroid-Filme, das heißt, die sind nicht wirklich schnell beim Entwickeln, sondern das dauert auch richtig lange, also ich glaube, mal mindestens 20 Minuten muss man warten und in der Zeit müssen die Filme in völliger Dunkelheit sein. Es darf nicht zu heiß sein, es darf nicht zu kalt sein, also es ist schon eine richtige Wissenschaft für sich, aber es macht verdammt nochmal Spaß. Wo bekommt man solche Filme? Zum Beispiel in Fotoläden könnt ihr die bekommen, im Internet habt ihr da die größte Auswahl und auch beim Urban Outfitter gibt es meistens welche, allerdings sind die da auch mal gerne 10 Euro teurer. Und wenn ihr dann wirklich 30 bis 35 Euro pro Film ausgeben wollt, dann könnt ihr das gern machen. Ich empfehle es allerdings keinem. Also das Ganze geht doch schon ziemlich an den Geldbeutel, wie ihr gemerkt habt. Ansonsten lasst euch nicht über den Tisch ziehen. Teilweise werden so Kameras restauriert und sonst was und für sehr viel Geld verkauft, aber es ist doch schon möglich, ab und zu auf dem Flohmarkt oder so, so eine gut funktionierende Kamera noch in günstig zu bekommen. Es ist ja im Prinzip gar kein technisches Wunderwerk. Diese Kameras sind ja nur etwas komplexere Lochkameras. Die wirkliche Technik ist dann im Film drin. Da ist dann eine Batterie, die den Blitz betreibt und so weiter. Das ist auf jeden Fall auch Grund, warum diese Filme so teuer sind. Tja, Analogfotografie kostet halt immer ein bisschen mehr. Wenigstens fallen bei der Polaroid dann noch die Entwicklungskosten weg. Da muss man sich dann auch nur den Film kaufen. Das ist ja auch etwas. Aber wenn man jetzt mal vom finanziellen Aspekt absieht, muss ich sagen, habe ich echt sehr, sehr viel Freude mit der Kamera
Und jedes Foto, was man damit schießt, ist auch etwas Besonderes. Weil es so viel Geld kostet, ungefähr 3 Euro im Schnitt pro Bild, muss man sich auch wirklich ganz genau überlegen, was man ablichtet. Und dann hat man auch immer eine besondere Beziehung zu dem Bild sozusagen. Das sind auch gute Geschenke für Freunde. Ein Kumpel von mir ist auf Weltreise gegangen und wir haben ihm vorher ein Gruppenfoto geschenkt. Und dann hat er eben dieses Polaroid-Bild dabei. Ist doch auch ganz schön. Es gibt auch eine ziemlich coole Community im Internet, wo die Leute auf Webseiten ihre Bilder hochladen und auch extra Polaroid-Fotowettbewerbe veranstalten. Abschließend bleibt mir nur noch zu sagen, dieses Hobby macht echt viel Spaß und ich kann jeden, der sich für das Thema interessiert, nur ermutigen, holt euch so eine Kamera, ihr werdet es nicht bereuen. So, jetzt ist das Video auch schon wieder rum. Wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr sogar vielleicht etwas gelernt habt, dann könnt ihr gerne Feedback da lassen. Außerdem, wenn ihr noch mehr zu dem Thema hören wollt, lasst es mich einfach wissen. Und ansonsten sehen wir uns einfach demnächst. Ciao!